Das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende zu und zum Ende des Jahres dachte ich mir, ich mache nochmal ein extrem ehrliches Video und zwar wahrscheinlich das ehrlichste, das jemals auf meinem Kanal erscheinen wird, denn in diesem Video werde ich meine kompletten Einnahmen leaken aus dem Jahr 2022. Ich weiß, die großen YouTuber machen das immer ganz gerne, aber ich dachte mir, es könnte mal ganz interessant sein, auch über so kleine Kanäle zu reden, was man da verdient, was man da verdienen kann und ja, deswegen hört mir einfach mal zu, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten werde ich generell noch ein kleines YouTube-Recap machen, also zum Beispiel, wie viele Abonnenten habe ich dieses Jahr gemacht, wie viele Videos habe ich hochgeladen, so ein paar kleine Statistiken, einfach mal um zu schauen, was ich dieses Jahr erreicht habe mit dem Kanal. Und ja, wie gesagt, ich werde darüber reden, womit ich Geld verdiene, wie viel ich verdient habe. Und es würde mich auch immer freuen, wenn ihr bis zum oder wenn ihr euch generell das ganze Video anschaut, denn ich finde es auch ganz interessant, so ein bisschen die Verlaufskurve zu sehen. Denn man sieht immer ganz gut, in welchen Monaten man immer weniger verdient, in welchen Monaten man immer mehr verdient. Das sieht man bei den großen YouTubern, aber bei den kleinen eigentlich genauso. Und deswegen bleibt auf jeden Fall dran, wenn euch das Ganze interessiert. Ich finde es auf jeden Fall bestimmt sehr interessant für andere zu schauen. Ich weiß, viele sprechen über Geld nicht so gerne. Mir ist es eigentlich persönlich relativ egal. Ich mache da kein Geheimnis drum. Es ist nun mal so, ich verdiene mit dem Kanal Geld. Und das muss ich ehrlich gesagt auch, denn ohne dieses Geld könnte ich diesen Kanal auch gar nicht am Leben behalten. Diese ganzen Produkte, die ich jedes Mal kaufen muss, das würde ich einfach ohne die Einnahmen gar nicht stemmen können auf Dauer. Wie auch immer, macht es euch gemütlich. Das ist kein Video, wo viel passiert. Ich habe mir auch gemütlich gemacht, habe mir einen schönen Rockstar Energy geholt. Keine Produktplatzierung an der Stelle. Ich habe einfach nur, keine Ahnung, ich trinke ganz gerne Energy Drinks. Und habe hier mein schlaues Chromebook, das ich noch nicht abbezahlt habe. Aber, jo, ich habe hier meine ganzen Einnahmen drauf, also in der Tabelle hier. Und wir gehen jetzt einfach mal nach und nach durch und schauen, wie viel ich in welchen Monaten verdient habe. Zuallererst generell meine Einnahmequellen, womit verdiene ich überhaupt Geld? Einmal natürlich durch Google AdSense, also die Werbung, die von meinen YouTube-Videos läuft. Dadurch verdiene ich Geld. Dann durch das Amazon-Partnerprogramm. Und dann habe ich noch bei Echo habe ich theoretisch ein Affiliate-Programm. Bin ich da angemeldet, aber da verdiene ich halt gar nichts mehr, weil seit Echo ihre Rabattcodes deaktiviert hat, verdiene ich wirklich da gar nichts mehr. Da kauft kaum noch einer oder kaum noch über meine Links. Und dann habe ich noch bei Dornfinger ein Affiliate-Programm. Aber dadurch, dass Dornfinger meistens so günstige Produkte anbietet wie Mauspads für 20, 30 Euro, wird da schon einigermaßen viel gekauft, aber halt geht die Summe so langsam hoch, dass ich bisher noch keine Auszahlung hatte. Also würde ich meine Haupteinnahmequellen sind Amazon, das Amazon-Partnerprogramm, die Affiliate-Links und dann eben Google AdSense, die Werbung, die für meine YouTube-Videos läuft. Wir fangen direkt beim Januar an und der Januar ist werbungstechnisch relativ schlecht bezahlt, weil klar, am Anfang des Jahres ist erstmal so ein bisschen tot. Keiner möchte mehr wirklich Werbung schalten, keiner braucht mehr wirklich Werbung. Weil bekanntermaßen ist das goldene Geschäft am Ende des Jahres, November, Dezember, wo sie alle Weihnachtsgeschenke kaufen. Und dementsprechend ist der Anfang des Jahres relativ tot. Das sieht man auch in meinen Einnahmen. Und zwar habe ich im Monat Januar mit YouTube verdient, durch YouTube-Werbung, 39,56 Euro. Und mit Amazon habe ich ebenfalls sehr wenig verdient, nämlich 28,20 Euro. Das heißt, im gesamten Monat müssten das um die, das habe ich nicht zusammengerechnet, ehrlich gesagt, um die 68 Euro im gesamten Januar. Nicht besonders viel, ihr werdet sehen, im Verlauf der Monate wurde das auf jeden Fall wieder mehr. Dann der Februar, da habe ich verdient 38,26 Euro einmal mit YouTube, durch die YouTube-Werbung, da wurde es wieder ein bisschen weniger sogar, als im vorherigen Monat. Und mit Amazon wurde es dann wieder ein bisschen mehr, nämlich 93,52 Euro. Müssten insgesamt um die 130 Euro sein im Monat Februar. Dann der März, da habe ich mit YouTube verdient 42,72 Euro und mit Amazon ging es dann nochmal ein Stückchen höher, weil die Leute haben wahrscheinlich ihr ganzes Weihnachtsgeld, was sie zu Weihnachten bekommen haben, verprasst. Und da habe ich dann bekommen 109,07 Euro. Und insgesamt waren das dann so um die 100, lass mich lügen, 160 Euro oder 150 Euro. Ja, um die 150 Euro waren das dann ungefähr im Monat März. Kommen wir zum April. 44 Euro mit YouTube und 71,78 Euro mit Amazon.
Ihr seht schon die Tendenz, in der Regel ist die Amazon-Summe ein bisschen höher. Aber YouTube macht natürlich auch, ist schon ein gutes Stück, sage ich mal. Also sammelt sich auch an. So 40 Euro sind auch nicht nichts. 40 Euro ist schon viel Geld. Dann der Mai, da habe ich 40,34 Euro verdient mit YouTube. Und 96,14 Euro mit Amazon. Wieder eine sehr hohe Amazon-Summe. Da haben die Leute scheinbar wieder viel gekauft, immer mehr Links. Im Monat Juni, da habe ich, wie gesagt, 43,86 Euro verdient mit YouTube. Und mit Amazon, da war es erstaunlicherweise sehr viel. 104,33 Euro. Keine Ahnung, warum die Leute in dieser Zeit so viel Lust haben, auf Amazon zu bestellen, scheinbar. Aber in diesem Monat war es irgendwie extrem viel. Amazon-technisch gesehen. Dann kommt der Juli. Im Monat Juli habe ich mit YouTube verdient 48,73 Euro. Und mit Amazon habe ich verdient 46,58 Euro. Also da wurde es wieder weniger. Ist auf jeden Fall krass der Vergleich. Im vorherigen Monat habe ich mit Amazon Partner links mehr als das Doppelte verdient. Das ist schon heftig der Vergleich. Dann der August. Da habe ich mit YouTube verdient 49,57 Euro. Und mit Amazon 49,57 Euro. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe die exakt selbe Summe verdient in dem August. Okay, das ist crazy. Mit YouTube und mit Amazon habe ich im August die exakt selbe Summe verdient. Also insgesamt 100 Euro dann. Das ist crazy. Aber man sieht auf jeden Fall eine Tendenz. So, wenn nichts besonders ansteht, habe ich ungefähr so 40 bis 50 Euro im Monat mit YouTube. Und Amazon pendelt sich ungefähr so ein auf 50 bis 60 bis 70. Es kommt halt immer stark drauf an. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr gute Monate mit Amazon und dann gibt es wieder sehr schlechte Monate mit Amazon. Aber jetzt bewegen wir uns wieder Richtung Herbst und dann auch Richtung Winter. Und Winter ist mal, jeder YouTuber weiß es, der Winter ist die krasseste Zeit für jeden YouTuber. Weil einfach jeder Werbepartner möchte Werbung schalten, die möchten sehr, sehr viel verkaufen. Und dementsprechend steigen auch die Summen. Und das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Der September war noch relativ normal. Und zwar haben wir 51 Euro glatt mit YouTube verdient. Und 76, 21 mit Amazon. Und jetzt, meine Freunde, jetzt geht's los. Oktober, November, Dezember, das Winterspektakel. Und man sieht es direkt an den Zahlen. Die CPM geht extrem nach oben. Es wird sehr, sehr viel Werbung geschalten und das merkt man auch direkt an meinen Einnahmen. Man muss fairerweise auch dazu sagen, meine Klicks sind zu der Zeit auch extrem nach oben gegangen. Aber trotzdem merkt man auch einfach an den Einnahmen, dass viel Werbung geschalten wurde. Und zwar habe ich im Oktober mit YouTube verdient 71,48 Euro. Und wenn man überlegt, dass ich die letzten, das ganze Jahr über im Grunde nicht mehr als 50 Euro verdient habe mit YouTube, ist das wirklich ein heftiger Sprung, dann plötzlich im Oktober 71,48 Euro mit YouTube zu bekommen. Und Amazon ist relativ konstant geblieben. Im Oktober habe ich 77,87 Euro bekommen. Also insgesamt um die 140 Euro. Ja, wie gesagt, Amazon bleibt relativ konstant meistens, aber eben bei YouTube merkt man das extrem, dass viel, viel Werbung geschalten wird und auch viel geschaut wird. Im November wurde das Ganze dann noch krasser. Und zwar bin ich im November bei 87,48 Euro. Genau, das ist auch mein höchster Rekord bisher. Also ich habe wirklich, der Oktober vorher war ein Rekord und der November war dann noch ein weiterer Rekord. Das war wirklich das erste Mal, dass ich so viel in einem Monat mit YouTube selbst verdient habe. Also wirklich mit YouTube-Werbung selbst und nicht nur mit Amazon dazugerechnet, wenn ihr versteht. Und der Amazon-Wert im Oktober, im November, der ist wieder konstant geblieben. Relativ konstant bei 79,72 Euro. Allerdings kommt im November noch eine andere kleine Summe dazu. Nämlich habe ich im November meine erste und auch bisher einzige Echo Affiliate Partnerprogramm Auszahlung bekommen in Höhe von 60,69 Euro. Das heißt, alles in allem habe ich in diesem Monat ein bisschen mehr gemacht. 80 plus 80 plus 60 sind wir bei 1,60 um die 220 Euro. Also das würde ich in dem Fall der höchste Monat durch die Echo Affiliate Auszahlung. Aber die ist ja wirklich, das war eine Ausnahme, diese Echo Auszahlung habe ich das erste Mal und wahrscheinlich jetzt auch das letzte Mal bekommen, weil ich über das Echo Affiliate Partnerprogramm würde ich gar nichts mehr verdienen, leider. Und dann der jetzige Monat, der Dezember, da haben wir
also Stand 23.12. Ich habe die Daten ein bisschen vorgesammelt, deswegen ist es jetzt noch nicht die finale Summe. Wie gesagt, Stand 23.12. mit YouTube verdient 53,74 €. Das ist ebenfalls wieder höher als die anderen Monate und da kommt ja noch ein bisschen was dazu, weil der Monat ist ja noch nicht zu Ende. Und mit Amazon bisher verdient 79,07 €. Da habe ich schon gesehen, da ist es bisher auch wieder mehr. Da waren es schon irgendwie über 100 diesen Monat. Puh, das ist... da muss ich erstmal die Zahlen runterradern. So. Und dann die Gesamtstats. Also im gesamten Jahr 2022 habe ich mit YouTube verdient 610,81 €. Das ist die Summe, die ich mit YouTube selbst verdient habe, also durch die Werbung. Im Jahr 2022. Und dann noch mit Amazon Partnerlinks im gesamten Jahr 2022, habe ich verdient 901,86 €. Genau, plus eben die 60 € von Echo. Und damit ist die Gesamtsumme aus dem gesamten Jahr 2022, beträgt sie 1.500,73 €. Genau, also knapp, also ein bisschen mehr als 1.500 € habe ich im gesamten Jahr verdient. Und gerade die Bilanz, wenn ich das mal vergleiche, im Vorjahr habe ich ungefähr 400 € verdient. Ist das wirklich ein krasser Sprung, muss man echt sagen. Man muss natürlich auch sagen, dass dieses Jahr eben einmal die YouTube-Werbung dazu kam, die jeden Monat nochmal ein bisschen was draufgelegt hat. Und dann hatte ich im Jahr 2021 diese Partnerlinks, hatte ich auch erst seit April oder so. Das heißt, ich hatte natürlich im Jahr 2022 viel länger andauerndere Einnahmequellen, was eben auch dazu führt, dass ich viel mehr verdient habe. Aber natürlich auch die Tatsache, dass ich mehr Abonnenten gemacht habe, mehr Klicks gemacht habe als im vorherigen Jahr, haben eben dazu geführt, dass ich viel, viel mehr Einnahmen gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Ob ihr denkt, dass es viel weniger als ihr gedacht hättet, viel mehr als ihr gedacht hättet. Lasst da gerne eure Meinung da, mich würde das so interessieren, wie andere darüber denken. Klar, es geht insgesamt mehr, aber ich denke, ich kann mich da noch nicht beschweren, weil wirklich, ich mache jetzt nicht die krassesten Videos, ich bin nicht der Schlauste, ich bin nicht, keine Ahnung, ich mache nicht die besten Videos insgesamt. Ich mache einfach mal Dinge, ich stelle vor, worauf ich Bock habe und irgendwie klappt es dann trotzdem, dass ich damit gut Klicks mache und dann eben den ganzen Spaß da finanzieren kann. Und wie gesagt, das ist natürlich nicht so, als könnte ich mir jetzt auf die Einnahmen ausruhen. Da hängt auch viel steuerlicher Scheiß dahinter, den man machen muss. Ich zahle zwar auf die Einnahmen noch keine Steuern, aber ich muss natürlich trotzdem alles angeben, alles sammeln, mich beim Finanzamt melden und weiß ich was alles. Das ist so eine nervige Rotze manchmal, was man alles bedenken muss. Aber da gehört halt dazu, wenn man das machen will. Und wie gesagt, die Einnahmen brauche ich halt auch einfach, um überhaupt den Kanal am Leben zu halten. Denn Tastaturen, Mäuse, Mikrofone, Produkte, die ich vorstellen kann, whatever, das zahlt sich alles nicht von alleine. Oder auch die Kamera, mit der ich gerade aufnehme. Ich habe jetzt der neueste Kamera, was auch wirklich cool ist, die ich leider auf Raten abzahlen muss, weil sonst wäre es einfach zu teuer gewesen. Ja, das sind einfach Dinge, die konnte ich mir alles durch YouTube ermöglichen. Und in dem Sinn bin ich dafür wirklich dankbar. Und ansonsten noch ein paar kleine andere Stats. Und zwar haben wir das Jahr 2021 angefangen mit 1.122 Abonnenten. Und jetzt sind wir bei ungefähr 2.130 Abonnenten. Das heißt, wir haben ungefähr gute 1.000 Abonnenten plus gemacht im Jahr 2022. Was wirklich eine beachtliche Summe ist. Und man muss natürlich auch bedenken, desto mehr Abonnenten man hat, desto leichter wird es generell größer zu werden. Also ich denke und hoffe auf jeden Fall, dass wir das im nächsten Jahr nochmal toppen können. Vielleicht so, ich weiß nicht, ob das unrealistisch ist, aber mindestens nochmal 1.000 Abonnenten machen. Im besten Fall so 1.500 Abonnenten plus machen im nächsten Jahr, das wäre auf jeden Fall cool. Dafür muss ich allerdings auch dranbleiben. Also wirklich regelmäßig Videos machen, den Algorithmus füttern und eben Videos machen, die Leute interessiert. Wir haben insgesamt in diesem Jahr 50 Videos hochgeladen. Also, ja. 50 Videos, haben wir eine solide Summe. Und wir haben außerdem das 100. Video generell geknackt. Also wir haben in diesem Jahr das 100. Video hochgeladen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Wir haben ein Tastaturen-Gewinnspiel gemacht. Und zwar haben wir so eine Echo-Tastatur verlost. Und ja, insgesamt hatten wir coole Kooperationen. Und ich habe auch Ende des Jahres angefangen, Gewinnspiele zu machen. Denn irgendwo
Ich weiß nicht, ich hatte da mal eine Diskussion mit WHN-Keys, falls ihn einer von euch kennt. Der macht hauptsächlich so Custom-Keyboards und so ein Kram. Der hat irgendwie mal irgendwas geredet, dass ich doch mal Verlosungen machen kann und sowas. Im Grunde eine komplette Shit-Diskussion, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hatte da sehr komische Meinungen. Hat mir im Grunde Geldgeilheit und sowas vorgeworfen, was total weird ist. Aber im Grunde hat er mich einfach auf die Idee gebracht. Er hat eigentlich recht, bevor irgendwelche Produkte bei mir eh vergammeln, weil ganz ehrlich, ich habe so viele Produkte im Schrank, die werde ich nie wieder anfassen, weil ich sie einfach nicht brauche. Kann ich die doch einfach verlosen. Und so war aber auch mein Plan, dass ich jetzt, wenn ich, also je nachdem, welche Kooperation ich eingehe, dass ich die Produkte, die ich behalten kann, einfach weiter verlose, weil bevor die bei mir vergammeln, ganz ehrlich, es gibt immer jemanden, der das besser gebrauchen kann als ich. Und das bringt mir Klicks, das bringt euch eine Freude. Und im Grunde gibt es da auch nur Gewinner. Also möchte ich das immer beibehalten, öfter Gewinnspiele zu machen. Und das habe ich ja dieses Jahr auch angefangen. Ich glaube, mittlerweile habe ich drei Verlosungen gemacht. Einmal die Dornfinger Vino S habe ich verlost. Dann habe ich verlost. Lass mich lügen. So eine 50-Euro-Tastatur von Vomir. Und die Echo 3068B ISO.de im Rahmen des 100. Videos auf meinem Kanal. Genau. Und wie gesagt, es werden auf jeden Fall noch Gewinnspiele folgen. Das ist ganz cool. Was gibt es ansonsten noch zu sagen? Vielleicht noch erwähnenswert, dass ich momentan ein bisschen, leider Gottes ein bisschen, dass ich momentan leider Gottes ein bisschen ideenlos bin. Aber ich kriege momentan gar keine Kooperationsanfragen mehr. Außerdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe alles gezeigt, was ich zeigen kann oder was an meinen Möglichkeiten ist. Also ich würde zum Beispiel auch gerne, ich würde super gerne irgendwelche Gaming-PCs zeigen, aber ganz ehrlich, ich habe keine Kooperationspartner, die mir sowas liefern würden. Und ich habe auch nicht das Geld, um mal eben 500, 600 Euro für einen PC auszugeben. Das Zeug, was mir möglich ist, irgendwelche Budget-Tastaturen oder so, ich habe das Gefühl, ich habe alles mittlerweile schon gezeigt. Ich bin so ein bisschen ideenlos momentan. Aber das kann sich auch am Jahresende liegen, dass ich so ein bisschen planlos bin. Vielleicht fängt sich das wieder, ich hoffe, das fängt sich wieder. Und ansonsten sei alles gesagt. Und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes restliches Jahr 2022. Genießt die Zeit. Ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Weihnachten. Ja, macht euch ein schönes Silvester und betrinkt euch nicht zu sehr. Alkohol ist böse, meine Freunde. Und jo. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wieder. Bis dahin. Man sieht sich. Haut rein und.